heißt das Ding? Ducks. Mein Vortrag wird über Brick gehen. Und die erste Frage ist, wie, was, wie, wo? ihr kennt doch bestimmt alle Baobab, nicht installiert. FileDisk, wie viel Platz verbraucht welche Datei auf dem PC? Welcher Ordner ist der größte, welcher ist der kleinste und so weiter? Und ich habe herausgefunden, dass es ein schönes Kommando gibt. Gehen wir zum Beispiel mal nach etc. Namens DU. Ja! Das gab es auch schon vor 30 Jahren. Ja, richtig. Und ich habe auch herausgefunden, dass man DU so Zeug ausgeben lassen kann. Ja, gut. Sort-H hat N 100. Oh, Sort-H, ja, vielleicht noch. Ja, oder minus N bei so. Und less. So. Aber so sortierst du ja. So sortiere ich nach. Kann Sort hingehen mit verschiedenen Fans? Minus H, Human. Human. Also ja, Sort ist. Diese Human mit dem genau. Ja, aber Und mein Sort sortiert mir quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Downloads-Ordner gehe. Aber Sort kann auch mit Human Sachen gehen. Krass. Das wusste ich nicht. Okay. Genau, jetzt habe ich quasi meinen Downloads-Ordner, den ihr vielleicht nicht sehen solltet. So. In richtiger Reihenfolge angezeigt und das ist im Endeffekt gleiche Funktionalität, die mir Baobab bietet, nur schnell und in Unix und schön als Liste und nicht irgendwie als komisches Diagramm und ohne GTK und bla bla bla. Und, aber man kann leider da nicht so rumfahren und Sachen löschen oder so. Dann dachte ich mir so, ja, das ist mir eigentlich schon eine Liste. Ich will eigentlich nur eine Liste haben und irgendwie D drücken können. Und dann löscht er die Sache. Und dann habe ich mein File-Tool quasi. Nächster Schritt war, Hackage zu begutachten, ob es ein schönes GUI-Terminal-Kit gibt. Und ich bin halt auf Brick gestoßen. So. Und ja, wie startet man jetzt so ein Programm? Man, gut, ich war natürlich erstmal auf Hackage, Brick, so. Und dachte mir so, ja, probiere ich mal. Erster Kontakt. Jetzt geht es ein bisschen in die Dokumentation von Projekten rein. Wie kriegt man User schnell dahin, dass sie das Ding benutzen können? Das schaut doch ganz interessant aus, okay. GHCI mit Brick reingeladen, Import Brick. So. Let davor, genau. Let davor. Ach, ich wäre gar kein Mainstream, ich wäre einfach nur drip, drip. So. Willkommen bei der ersten Terminal GUI mit Brick. Das hat mich ziemlich überzeugt. Eigentlich, es funktioniert übrigens auch. Dreimal, krass. Es funktioniert übrigens. Nein, das war gerade ein Fehler. Es funktioniert nicht nur Q, sondern es funktionieren alle Tasten, die gehen dann wieder raus. Kannst du dich nicht aufregen? Ja, gut, zweiter Schritt. Mal das Repo anschauen. Für die README steht mittlerweile sogar auf Hackage unten. Also, wenn ihr das schon mitgekriegt habt, die ganzen Readmes, die auf GitHub auch angezeigt werden, stehen auf Hackage mittlerweile auch direkt drunter. Also, wenn sie im äußersten Repo sind. Die Welt wird besser. Und halt die Viertstriche, krass. Ja. Bla bla bla, baut auf VTY auf. Feature Overview. Da sollte man jetzt eigentlich Slides machen und so toll. Das seht ihr gar nicht, gell? Sollte man jetzt eigentlich so tolle Slides machen. Es gibt Widgets, yay! Es macht Zeug, was GTK auch macht. Also es macht quasi Space schön gleichmäßig verwalten. Man kann Events verwalten damit und so bestimmte Dinge, baut auf Lens ganz viel auf, also es werden Lenses exportiert, ja, und das erste Programm hat ja schon funktioniert.
Zweiter Schritt von Dokumentation, wenn du dem User ein funktionierendes Programm hingeflanscht hast und es hat funktioniert aufs erste Mal, was zum Beispiel im Scala-Programm, was ich gerade für die Uni machen muss, nicht so ist. Hust, hust. User Guide, oh, nett. War ich sehr überrascht. Das ist so ein zehnseitiges Ding, wo von oben nach unten alle Funktionalitäten der ganzen Bibliothek aufgelistet sind und zwar schön beschrieben mit Beispielen. Und ich würde jetzt mal schnell drüber gehen. Installation, gut, das ist irgendwie auf NixOS ziemlich einfach. Oder halt dein Kabal oder Stack oder was man benutzt. Ich weiß, was die Agenda. Ja, genau wie du immer Konzeptivität. Ach ja, Hust, wie heißt das Type? Haskell Env ist Nixshell-P, Haskell Packages, GRC with Fugl, Packages with Packages. Oh, und wenn man dann drin ist, kann man natürlich auch Fugl Server minus Port. Man hat die Dokumentation, beziehungsweise hat gleich eine Google-Instanz am Laufen. Und vor allem mit den Paketen, die du in der Env drin hast. Also kann ich hier gleich irgendwie suchen nach List. Und dann kommt gleich die Liste von Brick hier zurück. Das ist ganz nett. Wo du gerade bei Agenda bist. Wofür machst du gerade Werbung? Nix. Okay. Also wenn ich hier die Nix-Shell starte, diese Funktion, diese reine, pure Funktion GHC-Fugel generiert mir dann eine Derivation, die mir gleich einen Google-Server reinbaut und ich kann ihn gleich benutzen, richtig. Und ja, das macht Spaß, das wird auch noch verbessert. Ich glaube, ich werde auch noch was dran verbessern dann. Genau, aber das Lustige ist die API von Brick. Conventions sind egal. Die API von Brick schaut im Endeffekt so aus. Du hast eine Main und da schmeißt du ganz am Anfang den Datentyp rein und dann läuft das. Und was ist der Datentyp? Der Datentyp ist im Endeffekt eine Zusammenstellung aus allem, was dieses ganze, was so ein GUI-Tool tun muss. Im Endeffekt, Draw nimmt den State und gibt eine Liste von Widgets zurück. Gut, Cursor ist was für den Cursor. Handle Event nimmt einen State und ein Event und gibt mir was in der Event-Monade zurück. Und den nächsten State. Start Event ist quasi das allererste, was passieren soll, bevor das erste Event reinkommt. Zum Aufsetzen des States, damit bei Event M ist. Ach, ich hatte doch gerade das Fugl offen. Ich habe es gleich auf 8000 noch laufen. Event M ist einfach nur ein Monad-Stack um I.O. rum. Also quasi. Genau, das macht halt so die interne State-Verwaltung und dann halt noch ein I.O. Das heißt, ich kann da drin dann I.O.-Sachen ganz am Anfang machen. Azure Maps und sowas wie CSS für dein Terminal Rendering quasi, damit du die stylen kannst und dann nicht überall manuell die ganzen Styles angeben musst, sondern in einer Liste das machst und dann kannst du nur noch sagen, nimm irgendwie Liste von markiertes Element, Style von markiertes Element im Code. Und das ist noch, damit du deine eigenen Event-Sources hinzufügen kannst. Das ist noch unten weiter beschrieben. Das habe ich noch nicht benutzt, aber das ist relativ intuitiv. Ja, im Endeffekt können wir jetzt gleich noch uns den Code anschauen, was ich da schon gemacht habe damit. Will ich da noch irgendwas sagen? Ich glaube, es macht Sinn. Ach, vielleicht macht es Sinn, jetzt erstmal noch sich so Sachen anzuschauen wie. X-Monat, mein Window-Manager.
X-Monat ist ganz außen eine Funktion X-Monat, die nimmt einen Datentypen X-Config. Ups, ich habe mittlerweile was gesagt. Und X-Config schaut ziemlich ähnlich aus. Hat auch so, ist auch so ein bisschen größer als bei Brick, aber hat auch so Sachen wie Handle Event Hook und nimmt dann auch eine Funktion von Event in die X-Monade in dem Fall. Wenn man weitergeht und zum Beispiel Taffy Bar, das ist die Bar da unten, anschaut. Oh, das war das GitHub. Taffy Bar. System Taffy Bar. Zu viel Beschreibung. Nimmt auch wieder eine Taffy Bar Config. Und startet dann die Taffy Bar quasi mit der Konfiguration. Ich glaube, da sind auch noch Funktionen drin, oder? Ja gut, da sind halt IO-Widgets drin, was ja im Endeffekt dann... Also das ist ein Schema, was in relativ vielen Bibliotheken in Haskell momentan oder die letzten Jahre quasi aufgekommen ist. Und das ist ein Schema, was funktioniert für so Sachen wie starte, das Ding muss den Event-Loop starten und dann der User sagt einmal deklarativ, das soll passieren. Ich hau quasi außen meine Funktion, die diese Datenstruktur nimmt, hin, kompiliere das Ganze und führe es aus. Also ich baue mir quasi aus einer Bibliothek mein eigenes Programm. Das ist so der Hintergedanke bei X-Monaten, bei Taffy Bar und gerade auch bei Brick. Also wenn man X-Monat hat, das ist quasi nur eine Bibliothek, womit man sich den eigenen Window-Manager bauen kann. Ja, in der Praxis, ich habe jetzt mal angefangen, dieses Programm zu schreiben. Die ganzen X, so. Sieht es so aus, erstmal die 50 Zeilen Imports, wie man bei Haskell das gewohnt ist. Oh. Genau. Gut, die Datentypen kann man lassen. Hier, Main ist quasi hier, die Main-Methode nimmt einen File-Paar und führt dann die Default-Main aus und nimmt die Datenstruktur und den State. Und hier ist die Datenstruktur, das ist genauso wie es quasi in der Doku stand. Das ist noch relativ wenig Funktionalität implementiert, das heißt hier konnte ich das noch direkt in die Datenstruktur. Oh, es ist niedrig drücken. Ich habe hier quasi direkt noch die Events eingetragen, statt das in eine Funktion auszugliedern, weil das noch relativ unausgegoren ist bis jetzt. Ja, und das ist im Endeffekt bis jetzt die Funktion, die einen einmal IO macht Richtung DU. Hier. Und das Ganze dann in eine Liste einliest und das schaut dann, wenn man das ausführt, main, args, keine Ahnung, das hatten wir gerade, etc. Schaut dann so aus und man kann gleich auswählen. Das ist der Teil, den ich vielleicht noch zeigen sollte. Ich habe da nicht gesagt, Pfeil nach oben ist in der Liste, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, sondern die Bibliothek hat eine Typklasse. Hier ist zum Beispiel eine Instanz, Handle Event. Und die Standard Widgets sind gleich. Die Standard Widgets sind gleich implementiert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe hier oben einmal hier App Handle Event, da muss ich quasi die Event-Funktion reinschmeißen für meine ganze Applikation. Die heißt jetzt hier My Event. Und ich mache hier gar nichts, sondern ich sage hier einfach nur Handle Event und schmeiße hier den State rein. Im State sind die Widgets drin, wie sie aktuell sind quasi. Also mal eine Datenstruktur, da ist der State drin, der ganzen Applikation. Der wird immer durchgereicht, jeden Schritt. Und im State sind die Widgets drin. Und wenn jetzt ein Event reinkommt, dann muss ich damit den State verändern oder nicht verändern, je nachdem, was halt passiert. Das heißt, ich sage jetzt hier Handle Event und danach mit dem nächsten State, der rauskommt, hier Next State, der wird in Continue reingetan. Also Continue, Hold und es gibt, glaube ich, auch noch eine, mit der man das Programm unterbrechen kann, bis was passiert quasi, dass man zum Beispiel einen Editor öffnen kann und sein eigenes Programm derweil komplett abschaltet. Ja. Der Typ State.
Genau, der Typ State ist, den definierst du selber. Ich habe den jetzt vorher noch ein bisschen ausgebaut. Hier oben ist der. Der hat die Config und ein Widget. Und ich muss quasi, das Widget List hat schon seine eigene Handle State implementiert. Und ich wrappe das in meine Instanz hier unten quasi nur einmal auf, dass ich, wenn ich runterschaue, Achtung, Sprung. Hier. Sprünge sind schlechter Präsentation, habe ich gemerkt. Ich drösel das nur auf und gebe das weiter an das Widget hier. Widget W. Und dann passiert das mit der Liste. Ja. Noch Fragen? Es gibt. Ich sollte vielleicht noch was von der API zeigen. Die ist nämlich super geil. Also mal abgesehen davon, dass die echt grandios dokumentiert ist. So muss Dokumentation aussehen. Also du hast das erste Ding, wo was funktioniert, dann hast du eine Übersicht von allem, wo beschrieben ist, wie man es benutzt, und dann hast du die API, die ist ja auf Hackage. Und die ist auch sehr gut dokumentiert. API. Genau, das ist hier das typische Hackage-Problem. Aber dafür habe ich ja. Mein Modul. Weil er sie noch nicht gebaut hat oder weil es einen Fehler gab beim Bauen der Dokumentation. Es kann manchmal sein, dass das Programm baut, aber die Dokumentation baut nicht. Dann wird das Programm hochgeladen und die Dokumentation kann nicht generiert werden. Und dann hast du diese Sachen. Ich habe es jetzt hier lokal. Gut, in Main ist das App, so, whatever. Genau, das sind die Wendehändler-Funktionen. Continue mit dem nächsten State, Halt, beende und gib den letzten State zurück. Zeig mal die Definition von Next. Und auch der Deckelpunkt. Wo sind wir? Das ist quasi intern für ihn, dass er weiß, wie er weitermacht. Ja. Genau, man kann Suspend and Resume machen. Der speichert den Terminal State und wenn die Aktion, die man angegeben hat, returnt, die IO-Aktion beliebig, dann wird einfach weiter ausgeführt. Man kann jedes einzelne Widget, es sind ein paar vordefiniert Listen, Strings aus Text und so Zeug, kann man direkt scrollable machen. Und das Lustige ist, ich sollte euch vielleicht noch zeigen, es gibt eben, wenn man zwei Widgets nebeneinander legt, da gibt es eine schöne Syntax dafür, das ist, glaube ich, in der Dokumentation schöner. Ich kann es wahrscheinlich, ich kann es in der hier schnell zeigen. Brick ist importiert. So, Default Main. So. Ups, sorry. So. Oh, ja. Nein. Wie kriege ich das jetzt, dass es nach oben geht? Ah, das ist oben. Jetzt hat. Default Name Main nimmt, glaube ich, einfach nur ein Widget. Zum Beispiel, das hatten wir vorher. Du brauchst noch so eine App? Eigentlich Default Main, sondern Simple Main. Genau, okay, da gibt es mir ein H aus. Ja. Genau, ich kann jetzt sagen, nicht so, sondern Fill. Liste von Char. Fill will nur ein Char haben. Dann füllt er mir einfach alles. Er resized das alles natürlich richtig, weil es ist ja eine schöne Terminal-GUI. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel daneben noch einen String haben will, geht das wahrscheinlich nicht? Doch, es geht. Ja. Dann fängt er an. Und zwar ist Fill greedy und Test ist standardmäßig nicht greedy. Das heißt, wenn du es resized, wird es schön. Das kann man natürlich auch andersrum machen.
bin sehr un... Ups. Ja. Bin ich so schnell wie der Ingo. Und er schafft's auch... Ne, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das dann alles richtig, richtig hin zur Geschichte. Das ist wahrscheinlich langweilig für euch. Oh Gott. Was ist ein Umlaufform für vertikal? Vertikal ist dieser hier. Also ich kann es wahrscheinlich so ausdrücken. Ja. Dann war es nicht dieser Kombinator. Zwei Kombinatoren falscher Browser. Hier. Das ist im Endeffekt, das ist sehr simpel gehalten. Es gibt irgendwie für insgesamt ein paar, fünf Kombinatoren oder so. Und du kannst dann sagen, man kann greedy-widgets limitieren, dann werden sie strict mit age-limit und v-limit, integer angeben, maximal so breit. Und dann werden sie strict und verhalten sich dann auch strict und expandieren nicht mehr. Gutes Attribute-Management. Du hast eine Attribute-Map im Endeffekt, wo du an einer Stelle definierst String nach Attribute und dann kannst du von überall her das aufrufen. Also du kannst überall her dann sagen with Attribute und den String angeben und er macht es dann richtig. Er macht es intern natürlich mit aus dem, also man muss dann natürlich in die Monade rein, in die Event-Monade. Und er macht es dann intern aus seinem State raus, weil er quasi ein globales Attribut hat für seine Attribut-Map. Ist die Frage, wie schön das ist? Es funktioniert. Genau wie wenn man... Ich wollte einen String greedy machen, weil Strings sind ja standardmäßig strict. String hier, String of Widget. Ein Widget hat quasi die H-Size, die V-Size und eine Render-Funktion. Und die Render-Funktion ist quasi in der RenderM-Methode. Und die ist ja wiederum I.O. Also der verpackt quasi mit seiner deklarativen Geschichte das Stateful. Und wenn du die Stateful-Sachen. Und wenn ich jetzt einfach nur sage, setze die H-Size neu, dann passiert natürlich nichts. Dann bleibt das greedy, so wie es ist, weil, wenn man sich die Funktionen anschaut, die Limit-Funktion geht er hier rein und rendert das hier neu in dem Reader T innerhalb seines eigenen Monadenstacks. Das ist so ein bisschen immer das Abwägen, was ist gut für den Nutzer zu benutzen und was ist halt pure und schön funktional. In dem Fall funktioniert es ganz gut, je nachdem, was man halt benutzen und wie man es halt machen will. Ja. Genau. Ich wäre soweit. Sehr cool. Die Frage ist natürlich noch, ob man das kombinieren kann mit
FFP. Genau, es ist halt schon sehr opinionated, was das macht. Also es ist, es hat sehr, es hat halt seine, es ist auch, es gibt den State manuell durch die, ich bin ja bei X-Monat, wo ist denn die, genau hier, es gibt hier überall manuell den State durch, also man hat hier jedes Mal, man nimmt jedes Mal einen State in die Funktion rein und muss ihn dann zurückgeben, wieder am Ende verändert. Also man macht quasi selber das State-Management, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, was man ja überall macht, es ist ja quasi inhärent das, was eine GUI macht. Wenn er jetzt sagen würde, er würde das alles irgendwie in State rein, er könnte ja jetzt irgendwie sagen, App hat schon einen State oder was. App ist irgendwie über eine State-Monade, State von S oder so. Abstrahiert, aber ist die Frage, ob das die Sachen einfacher machen würde. Die Frage ist halt, ob das was bringt, weil in vielen Sachen würde halt dann das Erste, was in deinem Druckdruck steht, Get sein und dann kannst du das gleich als Moment übergeben. Genau, also so hat man halt alles als Funktionen dastehen. Ich kann jetzt nochmal zeigen, ich war hier gerade, weil ich nicht fertig geworden bin, es vorzubereiten. Bei der Implementierung, wenn ich quasi, wie checke ich denn den Magit das letzte aus? Ah ja, hier am Sage-Sales. So, das ist gerade, okay. Jetzt habe ich das hier wieder gelöscht, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich gerade war. Also der nächste Punkt in meinem Projekt wäre jetzt gewesen, lädt es wieder? Ja, es lädt wieder. Quasi, wenn ich jetzt Sachen löschen will, ja, nee. Main Args. So, wenn ich jetzt Sachen löschen will, dann würde ich sie halt erstmal markieren wollen. Und wenn ich jetzt eine Markierung einfügen will, was muss ich dann machen? Also, ich habe hier meinen State schon. Der besteht quasi aus einer Config, die quasi den Filepath enthält und aus den Widgets, was im Endeffekt nur die Liste aus Fileinfo ist. Und jetzt muss ich quasi noch eine Markierung reinfügen in meinen State. Und das ist sehr interessant zu sehen, was dann passiert, also wie man in Haskell dann schön arbeiten kann damit, weil jetzt will ich halt nicht mehr direkt eine Liste aus File-Infos haben, sondern eine Liste wie habe ich das vorher genannt? Keine Ahnung, Items. So, dann fange ich halt hier an. Data aus Item. Data Item ist gleich Item. Zack. Info. File-Info. So, wo muss ich jetzt anfangen, Dinge zu verändern? Weil das ist ja schon, der Nachteil ist auch an der Geschichte mit der Applikation hier, dass sich alles ein bisschen über den Code verteilt. Das ist der größte Nachteil, würde ich sagen, an der Geschichte, weil man hat so ein bisschen wie bei JavaScript, wo man dann mit Callbacks überall in anderen Teilen des Codes ist. Also hier hast du im Endeffekt auch Callbacks. Diese Handle-Event ist ein Callback. MyEvent nimmt halt das Event und den State und gibt mir, und so verteilt man Dinge über den Code. Das macht jetzt aber in JavaScript macht das ziemlich viel, weil du kannst dann schön den Code absuchen, Zeile für Zeile, oder schön dir logisch überlegen, was passiert. Wenn ich jetzt hier einen Reload mache, dann fängt er an, mir Dinge auszuschmeißen, die ich ändern muss. Also ich fange jetzt an hier, ich gehe zu Zeile 48 und sehe, oh, my widget nimmt List von File-Info. Ja gut, dann muss es halt jetzt hier nehmen List von Item. So, genauso Zeile 52. Get File Size gibt mir die List-Items zurück, gibt mir File-Infos zurück, aber er braucht jetzt ein Item. Das heißt, das war die Zeile, die ich vorher meinte, Tim. Das heißt, ich muss jetzt hier, nachdem ich die nicht funktionierten Sachen habe, rausgeschmissen habe, noch
noch einmal fmappen drüber das I.O. Beziehungsweise über Item False. Genau. Diese Geschichte. Hier noch davor ein hier noch ein Punkt dazwischen. Ja. Genau, weil dann konkateniere ich die Funktion zusammen und er nimmt mir hier eine Liste und. Genau, dann geht es einfach weiter. So, Zeile 60. Das ist halt, ich will halt nicht mehr ohne starkes Typsystem programmieren, weil das leitet mich an in meinen Änderungen. Sagt er wieder, cannot match file info. Genau, und jetzt sind wir hier schon angekommen bei Widget Rendering. Hier rendert er die Liste. Genau, und hier sagt er size von E und er kriegt hier ein Element rein. Ja gut, was mache ich dann? Dann gehe ich halt hier jetzt, splitte ich das halt hier jetzt auf, item matched und file info. Jetzt habe ich hier File-Info, hier File-Info. Ich habe einen Fehler gemacht. Und es geht halt so weiter. Und jetzt würde ich halt hier sehen, ah, okay, dann muss ich jetzt hier irgendwo sagen, wie es ausschauen soll, wenn es gerendert, wenn es markiert ist. Und dann muss ich am Ende noch sagen, was passiert, wie markiere ich Dinge. Und es leitet mich quasi durch. Das ist vielleicht langweilig, das alles zu sehen, aber so würde ich jetzt weiterarbeiten. Und halt bei Bedarf immer, wenn ich mein Programm ändere, würde ich wieder oben am State was ändern und schauen, was passiert. Und der Compiler sagt mir schon, was nicht funktioniert. Genau.